Herzlich willkommen zu unserer Diskussionsrunde im Rahmen der Pressekonferenz des Deutschen Musikinformationszentrums. Wir sprechen über die Ergebnisse der Studie, die das professionelle Musizieren in Deutschland untersucht hat und insbesondere danach gefragt hat, wie die soziale, wirtschaftliche Situation von Berufsmusizierenden aussieht und auch, wie deren biografischer Werdegang war bzw. auch noch ist. Wir hätten viel zu diskutieren, glaube ich, in dieser Runde. Wir werden uns fokussieren auf einige Punkte und Themen. Alles werden wir nicht beleuchten können. Wir haben aber eine sehr kompetente und eine sehr interessante Diskussionsrunde. Und ich begrüße herzlich Lisa Mangold. Sie ist Bereichsleiterin Kunst und Kultur von Verdi. Dann begrüße ich sehr herzlich Ella Rover. Sie ist Cellistin, sie ist freiberufliche Musikerin und Vorstandsvorsitzende und geschäftsführender Vorstand des Verbands Pro Musik, habe ich richtig gesagt. Ja, genau richtig. Dankeschön. Hallo. Ein junger Verband, der sich gegründet hat, um sich für freischaffende Musikerinnen und Musiker zu engagieren. Herzlich begrüße ich auch Ina Bredehorn. Sie ist Rocksängerin und sie füllt große Konzerthallen unter dem Künstlernamen Deine Cousine. Herzlich willkommen. Und Christian Höppner schließlich, Generalsekretär des Deutschen Musikrats, wurde schon vorgestellt. Auch herzlich willkommen Sie, Herr Höppner. Und ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Wir haben jetzt im Vorfeld bei der Präsentation der Studie sehr viele Informationen, viele Zahlen und Fakten bekommen und wollen jetzt gerne sozusagen im Gegenzug erstmal einen kleinen Blick in die Praxis werfen. Und deswegen gelten meine ersten Fragen den beiden Berufsmusikerinnen unter uns. Ich beginne mal mit Frau Rover. Frau Rover, als freiberufliche Musikerin gehören Sie laut der Studie zu den Musikerinnen und Musikern, die es schwerer haben bei uns. Wie bewerten Sie Ihre derzeitige Situation? Vielleicht sagen Sie auch in kurzen Worten was zu Ihrem beruflichen Werdegang, weil das war ja auch ein Thema dieser Studie. Ja, sehr gerne. Also ich bin freiberufliche Cellistin, komme also auch mit einem akademischen Elternhaus. Und da habe ich sehr viel aus der Studie auch mitgenommen, was ich auch in meinem Werdegang wiederfinde. Genau, ich bin tätig in ganz, ganz vielen musikalischen Bereichen, Pop, Crossover, Theatermusik, hatte auch eine Lehrtätigkeit an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Das ist so mein persönliches Profil. Ja, ich sehe in der Studie tatsächlich viele Parallelen auch zu meinem persönlichen Leben. Ein paar einzelne Punkte würde ich sehr gerne rauspicken. Und zwar zum einen den Bezug zum der finanziellen Unterstützung im Elternhaus. Ich glaube, das macht etwas ganz, ganz deutlich, nämlich dass das Musikausbildungssystem in Deutschland ungerecht ist. Wir haben viele Musikschaffende, die aus einem Elternhaus kommen, was finanziell supporten kann. Auch das habe ich selbst erlebt. Ich habe ein Instrument von meinen Eltern bekommen. Das ist ganz, ganz krass. Genau, das ist ein Punkt, den ich so für mich auch da rausgenommen habe. Und dann sprechen wir natürlich direkt über die Einkünfte, wo ich mir natürlich die Einkünfte gerade für selbstständige Musikschaffende angucke und mich im ersten Moment tatsächlich gewundert habe. 2.400 Euro Nettoeinkommen, das klingt erstmal wie ein mittleres Einkommen in Deutschland. Ich glaube deswegen auch, würde ich gerne nochmal die Zahl sagen, die eigentlich dabei rauskommt, wenn man nämlich das, was ja auch in der Studie gemacht worden ist, berechnet, nämlich nicht nur die gesamten Einkünfte, sondern wirklich die Einkünfte aus künstlerischer, selbstständiger Tätigkeit. Und da sind wir bei einem Einkommen von 1.476 Euro prozentual rausgenommen. Und das ist ja schon mal eine ganz andere Hausnummer. Und da denke ich direkt so, oh ja, okay, das ist krass. Da ist jetzt, haben wir noch gar nicht darüber geredet, was wir dann eigentlich auch als Selbstständige zum Beispiel nochmal machen müssen mit diesem ganzen Geld, dass wir Rücklagen für Krisen, hier siehe Corona, anlegen müssen, dass wir unsere Rente selbst zurücklegen müssen. Und da bewegen wir uns natürlich total in einem prekären Moment. Und bei allem, was auch der Outcome ist, dass BerufsmusikerIn sein ein toller Beruf ist, ja, sehe ich gerade jetzt in der Post-Corona-Zeit ganz viel auch Zweifeln und Unsicherheit und Ängste unter unseren Mitgliedern und auch bei mir persönlich, nämlich darüber, ob man als selbstständiger Musiker, als selbstständige Musikerin in Deutschland ja, überleben kann. Und ich glaube, da reden wir durchaus trotzdem über existenzielle Ängste. Und ich glaube, dass deswegen der Unterschied zwischen Freiberuflichkeit und Festanstellung ein ganz, ganz großer ist. Und das sehen wir auch in der Studie. Und ich glaube, aber wir müssen da auch weiter nochmal konkret forschen. Ja. Genau, darüber reden wir auch gleich natürlich noch. Da haben die anderen Gäste sicherlich auch was dazu zu sagen. Ich mache mal weiter mit Ina Bredehorn. Ich habe sie vorgestellt. Sie sind Rockmusikerin.
Ihre Laufbahn zur Profimusikerin ist ein bisschen anders verlaufen als die, die Frau Hofer beschrieben hat und auch die als exemplarisch in dieser Studie vorkommt. Erzählen Sie uns vielleicht ein bisschen was darüber, wie Sie zu dem geworden sind, was Sie heute sind und zu der Musikerin, die sich, wie ich vermute, von ihrer Musik auch gut leben kann. Gut ist immer eine Definitionsfrage, aber das ist ja jetzt nicht der Teil, sondern ja, genau. Also ich komme aus einem unmusikalischen Elternhaushalt, war einfach ein sehr lautes Kind. Das musste irgendwo hin und dann ist es halt die Musik geworden ab dem Kindergarten. Habe aber dann jahrelang, also es ist ein, ich sag mal, ein Arbeiterhaushalt. Also alle Menschen bei uns sind Handwerker oder Mechaniker oder was auch immer. Das bin ich dann auch erstmal geworden, bin Industriemechaniker, Meisterin, habe dann neben der Arbeit Wirtschaft und Ingenieurswesen studiert und habe dann mit 24 gesagt, ich werde wohl nicht glücklich, wenn ich das mit der Musik nicht nochmal probiere und habe dann alles hingeworfen. Genau, habe mich also aus einem gut verdienenden Job mit vielen Montagezulagen und einer ja schon recht guten Karriere, die ich da hingelegt hatte, irgendwie verabschiedet und bin dann Kellnern gegangen. Und genau, habe mich dann so langsam in diesem Musikbereich hochgearbeitet und würde sagen, ich habe da jede Phase durch. Also von so für 100 Euro in irgendeiner Bar spielen, wenn es überhaupt 100 Euro waren, zu okayer bezahlten Coverjobs, zu Jobs, wo man ganz fürchterlich behandelt wird. Und so, also ich habe da alle Phasen irgendwie durch und mittlerweile, genau, mache ich nur noch meine eigenen Sachen, meine eigene Musik unter dem Namen Deine Cousine und befinde mich, glaube ich, in so einer Art Zwischenphase von, ich lebe von meiner Musik auf jeden Fall, nur da ist genau diese Frage, was bedeutet denn das? Also, weil ich bin in erster Linie, würde ich sagen, Unternehmerin und nicht Musikerin. So, und wenn man jetzt sagen würde, wie viel Geld verdiene ich denn mit Musik? Klar, wenn man natürlich alles, was da mit zusammenhängt in dem Bereich Musik reinbringt, dann kann man sagen, ich lebe von Musik, aber eigentlich sind es nicht in erster Linie Gagen oder sowas, sondern es sind natürlich Spotify-Einnahmen, es sind Merchandise und nur das Gesamtkonstrukt, dass ich mir Strukturen aufgebaut habe, die dafür sorgen, dass da relativ wenig Leute von oben herab mitverdienen. Also ich habe selber ein Label gegründet, so ich habe mir mein eigenes Team aufgebaut, sorgt dafür, dass das quasi schon geht, weil ich habe Beispiele in meinem Umfeld, die jetzt eine ähnliche Größenordnung haben und da ist es definitiv nicht so der Fall, dass da unbedingt jeder von leben kann. Also es ist schon so die Frage, was für Verträge hat man unterschrieben, wie viel ist man bereit selber zu geben, und das sind halt ungefähr die Sachen. Also natürlich das Außenbild dann immer sehr oft vorhanden, dass wenn man ein Konzert spielt und da kommen 1000 Leute wegen einem selber, dann denken die Leute schon, man ist reich. Okay. Also dieses Thema selbstständige Musikerinnen und Musiker als Unternehmer ist sicherlich ein ganz wichtiges, das wir schon mal festhalten wollen, dass das eben eine wichtige Rolle spielt in dieser ganzen Frage. Ich gehe jetzt mal weiter zu Frau Mangold. Die Verdi vertritt ja im Wesentlichen festangestellte Musikerinnen und Musiker, allerdings nicht nur. Wie bewerten Sie denn diese Einkommenssituation, von der wir jetzt gerade gehört haben, und auch diese Schere zwischen den Festangestellten und den freiberuflichen Musikerinnen und Musikern? Nicht nur in Bezug aufs Einkommen, sondern auch auf das Einkommen, das, was Frau Hofer gerade schon gesagt hat, das eben durch die Musik erzielt wird. Ja, also ich finde es total spannend. Also die Studie zeigt ganz eindeutig, dass abhängig Beschäftigte mehr verdienen als Freiberuflerinnen. Und das widerspricht ja eigentlich der Logik von Selbstständigkeit in Deutschland. Also was Ella Rohr gerade schon meinte, Selbstständige müssen selber finanziell viel mehr für ihre soziale Absicherung leisten. Das heißt, die Logik ist, Selbstständige in Deutschland müssten mehr verdienen als abhängig Beschäftigte, um bei einer ähnlichen sozialen Absicherung und Perspektive rauszukommen. Und das zeigt die Studie ganz klar, dass dem nicht so ist. Und aus gewerkschaftlicher Perspektive würde ich sagen, in der abhängigen Beschäftigung ist ganz klar, die guten Verdienste sind den starken Kollektivverträgen zu verdanken. Also Tarifverträge, die es in dem Bereich gibt, von unserer Partnergewerkschaft Unisono, im Orchesterbereich, an Musikschulen, der TVÖD, von Verdi verhandelt. Und genau, es wäre theoretisch auch möglich, dass Selbstständige ebenfalls gute Kollektivverträge haben. Also Selbstständige können gemeinsam verhandeln. Die Studie zeigt aber auch, dass die gewerkschaftliche Organisierung unter Selbstständigen, unter Freiberuflerinnen
deutlich schlechter ist und es da keine Basis im Moment für kollektive Verhandlungen gibt. Und genau, das finde ich auf jeden Fall eine zugespitzte Situation. Was ich jetzt an der Stelle auch gerade nochmal interessant fand, Ina Bredehorn hat es so ein bisschen das Gesamtkonstrukt genannt und das zeigt ja die Studie auch, dass es dieses Berufsmosaik, die hybride Beschäftigung, MusikerInnen ermöglicht, eine gute wirtschaftliche Situation zu haben. Also, dass sie neben der einen Tätigkeit, der musikalisch Tätigkeit, auch noch an anderen Stellen abhängig beschäftigt sind oder freiberuflich sind. Und wir wissen ja generell, dass Teilzeit in Deutschland in der Regel nicht zu einer umfassenden sozialen Absicherung führt und so auch im Musikbereich. Das heißt, es gibt so Modelle der Aufstockung, dass zu der einen beruflichen Tätigkeit eben noch andere Aspekte dazukommen. Und das finde ich in der Studie spannend. Das zeigt, dass es ja auch eine bewusste Entscheidung gibt für dieses Berufsmosaik, für die hybride Beschäftigung, um selber eine soziale Absicherung sich zu ermöglichen, was ja auch eine hohe Professionalität der eigenen Beruflichkeit unter Berufsmusikerinnen zum Ausdruck bringt und damit vielleicht auch manchen Klischees entgegensteht. Und das finde ich wichtig, dass die Studie das so aufzeigt. Ich sehe Sie, Frau Rohwer. Ich würde trotzdem gerne erstmal Christian Höppner das Wort geben. Christian Höppner, ich gebe einfach diese Frage mal weiter, diese Schere zwischen den Freiberuflichen und den Festangestellten. Das ist ja ein wesentliches Ergebnis, dass man das Gefühl hat, den Festangestellten geht es eigentlich gut. Da müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Ist auch die Frage an Sie, ist das so? Und auch diese Schere zwischen den beiden Berufsständen. Was ist zu tun? Also was müsste sich verändern auch oder was könnte man verändern? Ja, es ist die Zeit für Veränderungen auf jeden Fall. Die Situation für die Freiberuflichen ist stark verbesserungsbedürftig, weil sie ja Teil der kulturellen Vielfalt sind, genauso wie die Festangestellten. Wir dürfen nicht vergessen, wir dürfen keine, also die Unterschiede, die wir in der Honorierung sehen, sind aber nicht binnensichtlich in der Ausbildung. Aber auch die Freiberufler haben eine genauso qualifizierte Ausbildung und einen frühen Beginn. Und insofern ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum hier eine so große Schere besteht. Zumal, das klang ja schon an in den Beiträgen, auch das unternehmerische Risiko eben eigentlich auch noch mit eingepreist werden muss. Es hinzu kommt, dass wir, vielleicht kommen wir daher nochmal drauf, aber ich finde, das müssen wir thematisieren, das Thema Gender Pay Gap, dass wir also hier bei der... Kommen wir drauf. Gut, dann lasse ich das jetzt mal draußen vor. Ich will nur warnen davor, dass wir die hybriden Beschäftigungsmodelle sozusagen das Nonplusultra sehen. Das ist sicher Alltag, gar keine Frage. Aber man darf nicht vergessen, erstens ist Teilzeit aus meiner Erfahrung und Sicht immer gerade im künstlerischen Bereich ein Ausbeutungssystem. Und zweitens ist es auch natürlich eine Einschränkung künstlerischer Weiterentwicklung und künstlerischer Freiheit. Je mehr ich mich meinem Hauptberuf widmen kann, und das fand ich sehr erfreulich, dass eben künstlerisch und pädagogisch oft einhergeht, weil sich das wirklich gegenseitig befruchten kann. Aber je mehr wir sozusagen in andere Dinge investieren müssen, desto mehr geht uns natürlich auch für den künstlerischen Bereich verloren. Insofern müssen wir dringend, ich weiß nicht, du, Barbara, Sie, Hack, Sie haben jetzt schon die Frage nach den Forderungen auch angestellt. Kommen wir da noch auf den Blog, sonst würde ich jetzt auch noch mal in die Forderung reingehen. Dann sprechen Sie ruhig und dann danach darf Frau Rohwer. Okay, gut. Also das eine ist eben, wie gesagt, Gender Pay Gap, das betrifft ja insgesamt nicht nur den Kulturbereich, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir hatten jetzt auch im Deutschen Kulturrat dazu ein sehr gutes Gespräch mit Hubertus Heil. Es gibt alle Jahre wieder den Gender Pay Gap Day, der veranstaltet wird. Wichtige Veranstaltung, die auf die Lage aufmerksam macht, Lisa Paus und die Kulturstaatsministerin waren beide auch zugegen und haben starke Statements abgegeben. Wir müssen aber sozusagen aus der Bekenntnisrhetorik, die wichtig ist, rauskommen in wirkliches Handeln. Dazu gibt es ja auch schon ganz konkrete Vorschläge, sowohl was die Ungleichheit der Bezahlung anbetrifft zwischen Männern und Frauen. Und wir müssen auch diesem Bereich, also die Schere zwischen Berufsmusikertum und Freiberufsmusikertum, die müssen wir schließen, diese Schere. Und zwar mit Unterstützung dessen, was auf Länderebene teilweise schon passiert. In Nordrhein-Westfalen haben wir zum Beispiel schon
auch eine gesetzliche Verpflichtung in Richtung bessere Honorierung der Freiberuflichen einzusteigen. Es gibt weitere Länder, die jetzt auch ihr Interesse daran angemeldet haben. Und diesen Schub, den müssen wir jetzt nutzen. Und zwar, ich sage ganz ausdrücklich auch nochmal, nicht indem wir anderen Bereichen etwas wegnehmen. Wir sind immer noch die viertstärkste Industrienation. Es ist immer noch eine Frage der Prioritätensetzung, die wir tun. Und das müssen wir einfordern, weil das eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Also das heißt, die Festangestellten und auch die Freiberuflichen müssen sich im Grunde genommen unterhaken und sagen, wir wollen dieses Interesse gemeinsam artikulieren. Es ist nämlich eine, es ist ja, vielleicht noch das, mal. Ja, genau, ein kurzes Wort, bitte. Das noch ganz am Schluss. Es ist, über allem steht darüber, dass wir in der Gesellschaft klar machen, dass Kulturarbeit Arbeit ist. Der Arbeitsbegriff von Kulturarbeit ist einfach noch grottenhaft unterentwickelt in unserer Gesellschaft. Punkt. Ja, jetzt Frau Rover, Sie haben kräftig genickt, vor allem als Christian Höppner über diese hybriden Verhältnisse gesprochen hat. Wir haben ja gehört, 82% der Musikerinnen und Musiker sind zufrieden, aber sind Sie auch so zufrieden mit diesem hybriden, mit diesem Patchwork-Dasein? Genau, ich kann das eigentlich nur unterstützen. Das war genau der Punkt, den ich vorhin machen wollte. Vielen Dank, Herr Höppner. Es geht einfach darum, diese hybride Tätigkeit und die Vielfältigkeit, oder man kann es auch den Flickenteppich an Tätigkeiten nennen, den nicht als das Nonplusultra darzustellen. Es ist eine Notwendigkeit, um wirtschaftlich zu überleben. Und es ist aber auch ein System der Ausbeutung. Das hat Herr Höppner auch gesagt. Das möchte ich einfach so auch nochmal unterstreichen. Und ich glaube auch, ja, wir müssen uns zum Thema Honoraruntergrenzen austauschen. Das ist gerade ein wichtiges Thema in geförderten Projekten. Ich merke aber auch, das macht in der freien Szene was. Also da sind wir wieder bei dem Thema, was Lisa Mangold vorhin gesagt hat, der gewerkschaftlichen Organisation. Wir erleben ganz, ganz viele in der freien Szene, die Schwierigkeiten haben in dieser Organisation, weil sie das Gefühl haben, man nimmt ihnen was weg. Und ich glaube, ja, da müssen wir auch noch eine wichtige Arbeit machen. Und jetzt schlage ich wieder zurück zu Ina Bredehorn, nämlich die Frage nach MusikerInnen als UnternehmerInnen. Ja, das ist ein Thema, das wird auch immer wieder diskutiert. Oft wird auch gesagt, nein, also Musik und Kunst, das ist etwas Freies, das hat nichts mit Unternehmertum zu tun. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch gerade in der freien Szene den Musikschaffenden vermitteln, es steht nicht im Gegensatz zu der Profession und der Leidenschaft, die wir haben, sondern es ist Teil dessen. Wir bewegen uns in einem wirtschaftlichen System und wir müssen uns zusammentun und wir müssen Untergrenzen festlegen und wir müssen wirtschaftlich und inhaltlich für das einstehen, was wir tun, weil alle anderen uns sonst überfahren. Und genau, ich glaube, da, ja. Ich nehme mal zwei Punkte auf, also, die tatsächlich auch an die beiden anderen Diskutantinnen dann gehen. Erstmal nochmal an Frau Bredehorn. Wir haben ja über die hybriden Verhältnisse gesprochen, die teilweise auch damit zu tun haben, dass man einfach was ganz anderes macht, dass man unterrichtet. Sie haben jetzt von diesem hybriden Verhältnis gesprochen, dass Sie eben nicht nur Musikerin sind, sondern eben auch Unternehmer. Das ist vielleicht die Frage ein bisschen platt, aber was muss man denn dafür können oder lernen, damit man da auch als Unternehmerin überlebt in diesem künstlerischen Bereich? Ist das ein Talent lernen? Nee, ich möchte einmal ganz kurz zurückspringen, weil für mich ist diese ganze Diskussion brutal schwierig, weil wenn Frau Mangold sagt, wir müssen es organisieren, dann in meinem Kopf sage ich sofort so, wie soll das funktionieren? Weil wir reden nicht mit großen Verbänden, die irgendwen anstrengen. Wir reden mit Menschen wie mir jeden Tag. Also ich war ganz lange in der Situation, dass andere Leute, für die ich gearbeitet habe, meine Gage bestimmt haben, gesagt haben, hey, hast du Bock, diesen Gig zu spielen? Gibt aber nur 800 Euro für alle. Heißt irgendwie 150 für jeden, so wenn wir den Bus abziehen. Hast du Bock, bist du dabei? Und es ist natürlich keine Glorifizierung von dem, dass man sich da so super krass hocharbeitet, aber wir haben halt immer noch mit einem Job zu tun, der keine Einstiegshürde hat, weil jeder kann morgen entscheiden, übrigens, ich bin Musiker, was ich auch gemacht habe. Ich kam aus einem ganz anderen Job, habe zwar Musik gemacht, aber hatte ja überhaupt keine Erfahrung, bin nächsten Tag losgezogen und habe gesagt, Leute, ich bin übrigens Musikerin. So, was hieß, ich bin Kellnerin. Und dann habe ich Jobs für 50 Euro gespielt und was auch immer. Und also natürlich war das nicht cool, aber ich war ja auch gar nicht in der Situation zu sagen, wirklich, ich bin Musikerin, wenn man das jetzt mal von außen betrachtet. Und es ist total schwierig zu sagen, wo fängt man da an und wo hört man da auf zu sagen, so ja, hier haben wir jetzt eine Untergrenze. So, weil wenn am Ende des Tages die Menschen, die jetzt mit mir unterwegs sind, wenn die nicht damals auch schon für 50 Euro mit mir losgefahren wären,
in einem blöden Bus, wo wir alle einfach nur eine gute Zeit haben wollten und gesagt haben, okay, wir machen das jetzt, weil die an mich geglaubt haben, weil ich an mich geglaubt habe, so, dann wären wir jetzt gar nicht da, dass wir in der Situation sind, dass wir irgendwie vernünftige Gagen zahlen können oder was auch immer vernünftig, ne? Aber also wir sind ja noch lange nicht in dem Bereich, so, und das ist brutal schwierig, wo fängt man da an und wo hört man da auf, weil wenn wir sagen, wir müssen es organisieren, dann funktioniert das ja meistens nur für einen Bereich, wo es sehr, sehr viele Strukturen gibt, wo sehr, sehr viele Leute arbeiten. Die Realität von Freiberuflichen sieht aber eher so aus, die ich kenne. Ja, ich spiele 4 Gigs mit der Coverband da aus dem und dem, weil die haben keinen Gitarristen für die und die Shows gehabt. Finde ich aber eigentlich nicht geil, mache ich aber, weil es gut bezahlt. Ach so, dann spiele ich noch mit meinem Hauptact, den ich total super finde. Da ist die Tour aber schlecht bezahlt, weil kommen noch nicht so viele Leute. So. Also es ist brutal schwierig, da von irgendeiner Organisation aus der Welt, in der ich zum Beispiel da komme, zu reden. Deshalb weiß ich überhaupt nicht, finde es total cool, wenn wir sagen, wir müssen da irgendwo ansetzen. Aber ich weiß nicht, ob die Ansetzung für den Bereich nicht eher über Sachen wie Initiative Musik und die ganzen Förderprogramme, die halt heißen, wir machen eine Wirtschaftsförderung, wo, wo Menschen es geholfen wird, Unternehmerin zu werden, so, und Bands ganze Strukturen, ob das nicht in dem Bereich eher da liegt als bei einer Organisation. Okay, ich gebe trotzdem die Frage erstmal an Frau Mangold weiter, weil sozusagen wir haben jetzt ganz unterschiedliche Positionen hier, was ich sehr spannend finde, weil wir reden die ganze Zeit über Untergrenzen, über Organisation. Frage ich Frau Mangold mal, wie könnte man denn gerade diese freiberuflichen Menschen dazu bringen oder wie könnte man ihnen das ermöglichen, sich da auch zusammenzutun und vielleicht die Situation noch zu verändern oder zu verbessern? Also die Vase gibt es, das ist Verdi als größte Kulturgewerkschaft in Europa. Aber wenn es jetzt ein bisschen konkreter wird, also das, was Ina Bredehorn gerade angesprochen hat, wie kann denn so ein Ansatz aussehen? Bei Verdi haben wir gesagt, wir brauchen erstmal so eine Idee davon, was sind eigentlich Honoraruntergrenzen, und haben ein Modell entwickelt für Basishonorare, für Selbstständige, für bestimmte Tätigkeiten, zum Beispiel ein Konzert spielen, 2 Stunden mit verschiedenen Vorbereitungsgraden, Komplexitätsgraden, und haben dort verbindliche Honorare, also errechnet, gemeinsam mit Kreativen zusammen. Wie viel Arbeitszeit kostet dich dieses Konzert? Und haben dann Honorare entwickelt, die sich am TVÖD orientieren. Unser Ziel ist, dass wir im ersten Schritt diese Basishonorare von Verdi, die überall dort gelten, wo es eine öffentliche Kulturförderung gibt. Und das wird sicherlich in den Bereich der freien Wirtschaft rüber schwappen. In der Kultur wird es aber immer auch Selbstausbeutung und ehrenamtliche Tätigkeiten geben, ne? Also mir ist das klar, dass das sozusagen Modelle sind, die gemeinsam funktionieren. Aber trotzdem brauchen wir ja auch eine kollektive Einigung darauf, was sind denn eigentlich faire Honorare? Weil sonst setzt das jede Person selber am Status quo orientiert, macht oft gar keinen Sinn, weil der Status quo zu niedrig ist. Und aus meiner Perspektive ist der TVÖD die ideale Grundlage. Genau. Wäre auch möglich, die EU-neuen aktuellen EU-Leitlinien haben das gezeigt, Selbstständige können sich zusammenschließen und Tarifverträge verhandeln. Ja. Das heißt, ganz kurz noch, das zu erklären, es wäre möglich, mit einem Konzertveranstalter, einem großen Konzern, dass sich Selbstständige zusammentun, gemeinsam mit der Gewerkschaft, mit diesem gegenüber, dem Auftraggeber, wirklich verbindliche Tarifverträge zu verhandeln. Die können natürlich gestaffelt sein, wie jetzt Ina Bredehorn angesprochen hat, auch nach Format des Konzerts und so weiter. Aber es gäbe eine Grundlage, die genutzt werden kann. Aber für all das muss es irgendwie auch den Mut geben, von selbstständigen Musikerinnen zu sagen, vielleicht ist mir unklar, wie es geht, aber ich möchte was an der Situation verändern. Nicht nur an meiner, sondern auch an der von allen. Also nicht an meiner, wenn ich es geschafft habe, sondern da auch Solidarität mit anderen Kolleginnen wirken zu lassen. Und da würde ich sagen, über eine Gewerkschaft hat es die beste Durchsetzungsstärke. Auch für Selbstständige. Die Botschaft ist angekommen. Ich sehe Sie, Frau Rover, wir haben jetzt leider schon fast gar keine Zeit mehr und ich würde ganz kurz gerne noch, wie angekündigt, dieses Thema Gender Pay Gap nochmal ansprechen, weil das ja wirklich eklatant ist. Und da frage ich gerne nochmal auch Sie, Frau Rover und Frau Bredehorn, wie sind Ihre Erfahrungen damit? Und Frau Mangold gerne auch mal, was ist zu tun oder was kann man dagegen tun? Weil das wird seit Jahren irgendwie, das hat Christian Höppner eben schon gesagt, wird ja seit Jahren diskutiert und es wird gesagt, es muss anders werden, aber es ändert sich offensichtlich nicht so viel.
Frau Hofer, dann ja, okay, ich beginne. Also erstmal, ich war auch beim, ja, ich versuch's. Ich war beim Equal Pay Day auch vom Deutschen Musikrat, Kulturrat da und genau, da sind ja wirklich sehr erschreckende Daten bei rausgekommen. Ja, ich glaube, wir schließen im Grunde genommen bei diesem Thema auch an das, was wir eben gesagt haben. Also wir müssen uns in irgendeiner Form und organisieren. Und ich kann nicht, ohne das gesagt zu haben, diese Diskussion verlassen. Deswegen nochmal, all das, was Ina gerade gesagt hat, spricht so sehr dafür, dass sie eine qualifizierte Person ist, weil sie kalkulieren kann, weil sie unternehmerisch denken kann, weil sie weiß, sie muss 4 Gigs spielen, die gut bezahlt sind, um das wieder quer zu finanzieren. Und ja, es ist eine Aufgabe, auch die Musikschaffenden, auch die freien Musikschaffenden zu befähigen, dass sie das können. Und dann müssen wir über Zahlen sprechen. Ich weiß, dass das tatsächlich gerade in diesem Bereich, über den du sprichst, schwierig ist und dass da ganz, ganz viele Ängste sind von KünstlerInnen, die denken, shit, ich kann dann das nicht mehr machen, was ich mache, obwohl das so geil ist. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Ängste zu nehmen und zu sagen, trotzdem möchte ich, dass jeder freie Musikschaffende, auch jeder Newcomer, jede Newcomerin weiß, was er oder sie eigentlich nehmen müsste, damit man davon leben kann. Und diese Zahlen, die haben wir nicht. Und da sind wir wieder beim Thema Vernetzung. Verbände können eine Vernetzung sein, auch sich darüber auszutauschen. Ich rufe jetzt, wenn ich ein Jobangebot kriege, rufe den Kollegen XY an und frage, hey, was nimmst denn du dafür? Ist sehr viel Aufwand. Wir wollen das verändern. Wir wollen jetzt diesen Zugang vereinfachen. Ist auch angekommen. So, jetzt bin ich durch. Ja. Genau. Ich gebe aber gerne nochmal Frau Bredehorn das Wort, weil ich sie eben schon gefragt habe. Also kommen wir mal zurück zum Gender Pay Gap gerne auch. Ich kann aus dem Bereich, in dem ich arbeite, nicht sagen, dass es das gibt. So, weil ich wurde noch nie schlechter bezahlt als ein Mann in der gleichen Band, weil es sind, also man wird sehr oft schlecht bezahlt, aber in dem, ich sage ja auch nur für mich, ich kann nur für mich sprechen und ich kenne auch keinen anderen bei uns, weil in der Popmusik es irgendwie so ein bisschen so ist, so okay, du kriegst, da wird aufgeteilt zwischen denen, was da verhandelt wurde, so. Aber ich kenne natürlich, also ich glaube, das Problem in der Popmusik gibt es, aber das ist halt anders gelagert. Das ist einfach dieses typische Boys-Club-Ding, dass halt einfach die Frauen seltener in die Position gehoben werden, mehr zu verdienen. Also bei der Popmusik ist dann, glaube ich, eher dieses, dass Frauen nicht so oft, nicht so schnell den Plattenvertrag bekommen, weil halt die Plattenfirma denkt, ja, die wird ja auch noch schwanger. So. Oder ach, Frauen sind nicht so leistungsstark. Und ich glaube, das ist deshalb da schon dieses Pay Gap gibt, aber halt einfach in diesem Ding, dass sie nicht in die Position gehoben werden, dass sie mehr verdienen. Auf der gleichen Stelle für den gleichen Job jetzt als Musikerin in einer Band oder in einer Coverband weniger zu bekommen als die Männer, die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Aber ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass man generell nicht in die Position gehoben wird, den besseren Festivalslot zu bekommen, den man als Mann wahrscheinlich schon bekommen hätte mit mehr Gage. Und dann ist so ein bisschen so, ist aber das Mädchen, spielt noch eine Stunde früher. Okay. Ich bedanke mich erstmal schon bei Ihnen allen. Es tut mir total leid. Ich würde gerne noch eine ganze Stunde weiter mit Ihnen sprechen. Und wir wollen aber auch den Zuhörern und Zuhörern noch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Da kommt vielleicht noch die eine oder andere Frage. Ich möchte ganz gerne noch zusammenfassen oder ein paar Punkte nochmal herausheben. Also wir haben gesagt, freiberufliche Musikerinnen und Musiker müssen nicht eigentlich, sondern müssen auch unternehmerisch tätig sein, Unternehmertum lernen. Die nächste Frage wäre dann, wo können Sie das lernen? Wir haben darüber gesprochen, über Tarifverträge, nicht nur für Festangestellte, sondern eben auch möglicherweise für freiberufliche Musikerinnen und Musiker, eben um diese Schere etwas zu kleiner zu machen. Und wie Christian Höppner auch nochmal gesagt hat, ein kollektives Unterhaken würde ich es nennen, also dass alle zusammen irgendwie gehen müssen, dass nicht die einen auf die Kosten der anderen besser bezahlt werden dürfen und dass eben Freiberuflerinnen und Freiberufler auch den Mut haben müssen oder die Lust haben müssen oder sollten, sich besser miteinander zu vereinen in Verbänden dieser Art wie ProMusik. Und natürlich würde ich auch gerne nochmal diesen Gender Pay Gap zusammenfassen und sagen, da ist sicherlich viel zu tun, das haben wir auch festgehalten, nicht so sehr in der Popmusik, Sie haben es oder in der Rockmusik, Sie haben es jetzt gerade ein bisschen anders dargestellt, aber insgesamt. Aber Frau Hofer hat noch gar nicht richtig ihren Punkt dazu sagen können, finde ich, weil ich glaube, dass die Realität in der anderen Seite auf jeden Fall komplett anders aussieht.
Das ist uns ja auch klar. Das kann Herr Höppner sogar auch gleich nochmal sagen. Also Entschuldigung, genau, aber ich muss jetzt leider... Ende April auch rauskommt. Also die Zahlen genau sprechen da leider für sich. Das ist ja auch der, ganz definitiv der Fall gewesen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass Frau Bredehorn jetzt für die gesamte Branche spricht, sondern dass... Das Interessante an dieser Runde ist ja, dass wir tatsächlich ganz unterschiedliche Positionen erfahren haben. Und wie gesagt, wir könnten jetzt noch eine Stunde weiter diskutieren. Das dürfen wir leider nicht. Und ich gebe jetzt gerne das Wort wieder zurück an Anke Steinberg. Ich bedanke mich bei Ihnen. Es tut mir wirklich leid. Ich würde gerne weiter mit Ihnen reden. Weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen auch fragen. Und vor allem werden Sie wahrscheinlich auch nicht unbegrenzt Zeit haben. Also wir hoffen, dass wir diese Diskussion in irgendeiner anderen Runde fortsetzen können. Dankeschön.